Herzlich willkommen, Freunde, hier zu diesem neuen FIFA 18 Video. Und heute ist wirklich mal deine Meinung gefragt, denn ich möchte einfach wissen, wie du denkst, beziehungsweise wie ihr über dieses Thema denkt. Und zwar geht es dabei darum, dass eben zwei E-Sportler sozusagen betrogen haben, wenn man das so nennen kann. Ich werde am Ende auch nochmal meine Meinung dazu sagen, also auf jeden Fall einfach mal dranbleiben und euch das Ganze anhören. Und zwar gibt es hier eben diesen Artikel hier, ja, FIFA 18 Betrugsskandal bei deutschen Profis. Ja, das hört sich schon mal unfassbar heftig an, finde ich, und man denkt, wow, 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 da ist richtig was passiert. So, wir lesen das Ganze einfach mal schnell durch. Also, in der deutschen E-Sport-Szene von FIFA 18 kommt es derzeit zu Tumulten. Der Grund dafür sind zwei Profis, die sich angeblich vor einem Match gegeneinander abgesprochen haben, um so den Ausgang im Vorfeld festzulegen. Nun werden die beiden eben der Wettbewerbsverzerrung beschuldigt. Hier geht es um die Profis Lukas Sakul von der Heide und seinem Teamkollegen Matthias Stylo Hitch. Beide sind beim Focus Clan unter Vertrag und wollen sich für den Food Champions Cup auf der Xbox One qualifizieren. So, das ist übrigens auch der Clan bzw. der E-Sports-Verein, wo Prones auch vertreten ist, der ja auch ein 39:1 geschafft hat diese Woche, also dafür auch nochmal Respekt. Also das sind jetzt einfach zwei Leute aus demselben E-Sports-Team, die da aufeinander getroffen sind. Um dies zu schaffen, müssen sie bla 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 40 Spiele machen, dies, das, Ananas. So kam es, dass Sakul und Stylo zufällig aufeinander getroffen sind. Und genau da, finde ich, fängt es schon an. Wie kann es ein Betrugsfall sein, wenn es zufällig ist? Ja, die haben keine Möglichkeit, absichtlich ins selbe Matchmaking zu kommen. So, während Sakul bereits qualifiziert war, durfte sich sein Teamkollege mit einem Stand von 33:2 keinen Fehltritt mehr leisten. Als das Match begann, nahm Sakul den Ball, versenkte ihn im eigenen Tor und verließ die Partie. So schenkte er seinem Kollegen den Sieg. Es ist echt schwierig, zu so einem Thema Stellung zu nehmen, aber ich finde, bei einem Matchmaking, welches die beiden nicht beeinflussen können, ja, also beide werden einfach in dieses Match reingehauen, da kann keiner was dafür. Und wenn ich eben Sakul gewesen wäre, dann hätte ich auch meinem Teamkollegen da den Sieg geschenkt, denn es ist derselbe E-Sports-Verein. Man will zusammen weiterkommen und deswegen versenkt man den Ball im eigenen Tor. Ja, die tun so, als ob das ein absoluter Betrugsfall ist, als ob hier absolut Regeln gebrochen werden und sonst was. Natürlich, irgendwie ist es schon ansatzweise Fairplay-technisch nicht ganz richtig, muss man schon sagen, weil natürlich irgendjemand anders dann dadurch eben keinen Platz hätte. Wenn jetzt eben der Stylo den Platz bekommen würde, nur durch diese Partie, dann hätte jemand anderer diesen Platz nicht. Für diese eine Person wäre es unfair, das stimmt. Aber wenn mein Kollege, mein Teamkollege, mit dem ich zusammen als E-Sport-Verein aufsteigen will, wenn mein Teamkollege in der Situation ist, dann schenke ich ihm den Sieg. Und das finde ich eigentlich sehr kollegial und eher weniger unfair. Also natürlich unfair gegen eine Person, die dann nicht reinrutscht, aber ich finde es jetzt nicht so verwerflich. Das ist meine Meinung. Ich weiß nicht, ihr könnt mir auch gerne eure Meinung eben, wie gesagt, auch in die Kommentare schreiben. Denn das ist ganz, ganz wichtig. Sagt ihr, nein, das ist komplett unfair. Ja, das ist einfach, das macht man nicht. Man spielt die Matches ganz normal, dies, das. Oder sagt ihr, ich finde es okay so, das ist ein E-Sports-Verein, das sind Kollegen, da darf man auch schon mal den Sieg hergeben. Was man auch dazu sagen muss, Stylo hätte das Spiel ja auch ganz normal gewinnen können. Ja, also so ist es ja nicht. Es ist ja nicht so, dass der komplett unterlegen gewesen wäre. Das sind beides Top-Spieler, vielleicht hätte er das Spiel eh gewonnen. Ja? Wettbewerbsverzerrung in FIFA 18. Im Vorfeld sollen die beiden miteinander telefoniert haben. Und ich hoffe, dass hier mit Vorfeld schon das Spiel am Anfang gemeint ist. Denn man telefoniert nicht einfach im Vorfeld und dann trifft man ganz zufällig aufeinander. Das wäre sonst eine falsche Quellenangabe, aber ich denke, damit ist einfach der Anfang des Spiels gemeint. So, Stylo behauptet aber, dass er seinen Kollegen nie zum Eigentor in FIFA 18 aufgefordert hätte. Er habe ihm lediglich gesagt, dass er 33:2 steht. Danach hätte Sakul aufgelegt, trotzdem verpasste Stylo, also danach hat er einfach aufgelegt. Ja, und dann hat er eben das Tor gemacht, dies, das, Ananas. Und das glaube ich zu 1000%, dass er nicht gesagt hat, yo, mach ein Eigentor, bitte, ich muss da weiterkommen. Ja, der ist ja auch im Sinne des Fairplays, er will ja auch, dass sein Kollege gut dasteht. Und wenn der Kollege das so entscheidet, dass er ihm den Sieg schenken will, dann ist es auch in Ordnung, finde ich. Ja, danach hat er einfach aufgelegt, der andere, und hat eben dann das Eigentor gemacht. Trotzdem verpasste Stylo am Ende die Qualifikation um 5 Plätze. Also dennoch hat er es nicht geschafft. Das heißt, im Endeffekt ist diese ganze Situation eh hinfällig und es dürfte eigentlich keine heftige Diskussion geben. Gibt es aber anscheinend teilweise. Und ja, sein Teamkollege Sakul hat sich nach dem Aufschrei aus der Community selbst dazu entschieden, auf seinen Platz im Turnier zu verzichten, um Fairplay zu gewährleisten. Finde ich extrem krass.
hätte aber nicht machen müssen. Das ist meine Meinung. Denn natürlich, als E-Sportler ist Fairplay unfassbar wichtig. Das ist einfach wie ein normaler Sport und im normalen Sport ist Fairplay auch sehr, sehr groß geschrieben. Und das finde ich auch sehr gut, dass er hier verzichtet hat. Ich finde aber auch, dass er es nicht machen hätte müssen. Ja, ich wäre ihm nicht böse gewesen. Ich weiß nicht, wie viele Leute von euch anders denken, aber ich bin der Meinung, wenn sein Kollege so steht, 33-2, und der eben diesen Sieg gerade sehr benötigen würde, dann challenge ich ihn doch nicht. Ja, dann mache ich doch nicht den hier und sage, yo komm, ich spiele jetzt Vollgas gegen dich. Nein, ist doch egal, dann gebe ich ihm den Sieg. Das ist doch einfach nur eine freundliche Geste für seinen Kollegen. Natürlich, wie gesagt, eine Person, eine einzige Person, die da nicht reingerutscht wäre, ja, es ist ja nicht mal so weit gekommen, die da eben nicht reingerutscht wäre, die hätte die Arschkarte gezogen. Aber allen anderen wäre es komplett egal gewesen. Und ja, deine Meinung ist mir bei diesem Thema unfassbar wichtig. Schreib mir rein, wie du darüber denkst. Sagst du, es ist komplett unfair oder sagst du, es ist vollkommen in Ordnung? Unbedingt was in die Kommentare schreiben. Ich lese mir jeden Kommentar durch, auch wenn er ein bisschen länger ist, denn das interessiert mich gerade wirklich. Und ja, Freunde, das war's auch schon wieder mit dem heutigen FIFA 18 Video. Mal wieder was anderes. Ich versuche auch gerade ein bisschen neue Dinge, denn ja, im Moment ist es gerade schwierig mit FIFA 18, muss man ganz klar sagen. Ja, die Luft ist irgendwie gerade ein bisschen draußen, aber ja, ich finde, solche Sachen sind auf jeden Fall sehr, sehr interessant und darüber kann man gut labern. Und ja, damit war's das. Habt immer High Hopes. Bis zum nächsten Mal und ciao.